Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir machen heute wieder was Nähmäßiges und zwar nähen wir einen Baby-Pullover bzw. Baby-T-Shirt, Langarm-Shirt. Aber nicht konventionell, dass ich euch auf den Nähtisch stelle und euch das zeige, sondern eher so ein bisschen im Vlogging-Style, weil ich es einfach nicht hinbekomme, das ganze gute Stück jetzt auf einmal zu nähen, sondern ich muss das immer in Etappen machen, weil, wie es halt einfach ist mit zwei kleinen Kindern, man kommt nie so am Stück zu irgendwas und muss alles immer aufgliedern. Genau, und jetzt kommt auch der Niklas schon reingeflitzt ins Bild. Und jetzt hatte ich gedacht, schneide ich gleich mal erst das Schnittmuster aus und lege mir schon mal den Stoff zurecht, damit ich das hoffentlich heute Nachmittag, wenn mein Mann zu Hause ist, nähen kann. Weil mit zwei Kindern gleichzeitig zu nähen ist, ja, also fast schon unmöglich. Ich bin... Willst du auch was sagen? Willst du auch sagen, hallo, hallo YouTube? Hallo? Ist fast unmöglich, weil ja, irgendeiner immer am Bein hängt und ich brauche beim Nähen volle Konzentration, sonst mache ich ganz viele Fehler und das wollen wir ja nicht, ne? Aber das Babyshirt ist ganz, ganz schnell zu nähen, ist wirklich gar nicht schwer, obwohl es sowohl Halsbündchen hat, auch Bauchbündchen und Armbündchen, aber es ist wirklich super einfach, werdet ihr aber sehen. So, die Wahrheit über Nähen mit Baby. Schnittmuster ist schon kaputt und die Hälfte fehlt. Irgendwo ja, sind die anderen Teile verschleppt worden und ich weiß es gerade nicht wo. Deswegen heißt es jetzt als erstes nochmal Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden. Und das hier wird der Stoff, das ist so ein Elefantenstoff von Spoonflower, verlinke ich euch alles in der Infobox. Genauso wie das Schnittmuster verlinke ich euch. Und das hier ist Bündchenstoff, so beigener. Den habe ich von unserem lokalen Stoffgeschäft, aber man findet überall Bündchenstoff. Also im Internet eigentlich sind das überall dieselben. Ja, aber jetzt erstmal neu ausdrucken. Normaler Wahnsinn. Die Schere ist nichts für dich, gell? Oh, da kommt er dran. Die Illusion kann ich mir nehmen, dass er da nicht dran kommt. Aber vielleicht möchte er mit dem Stativ spielen währenddessen. Möchtest du? Supi. Also heute ist jetzt sowas von der Wurm drin. Unser Internet geht jetzt gerade nicht. Moment. Tu's. Schaut mal, vielleicht kann ich euch auch das gerade mal zeigen und es ist interessant in irgendeiner Art und Weise. Ich speichere nämlich meine ganzen Schnittmuster hier in der Dropbox drin, damit ich überall drauf Zugriff habe und die ausdrucken kann, weil mein Rechner, der verbindet sich manchmal so ganz seltsam mit dem Drucker und mein Mann, sein Rechner hier, der druckt verlässlich und deswegen... ja, suche ich jetzt hier mal das raus und druck das mal. Gefunden. So ist auch der Name, falls es jemand auch haben möchte. Beziehungsweise ich verlinke euch das Ganze auch nochmal in der Infobox. Und das hier nähen wir. Und als erstes drucken wir das jetzt mal aus. Was immer wichtig ist, was sonst ganz schön in die Hose gehen kann, ist das Ganze auf tatsächliche Größe einzustellen. Beim iMac oder bei Apple ist es dann 100%, damit der Maßstab von diesem Schnittmuster stimmt. Ja, da ganz, ganz wichtig, sonst hat man nachher meistens ein zu kleines Schnittmuster und dann passt die Größe natürlich auch nicht mehr. Und jetzt muss ich nur mal noch rausfinden, welche Seite ich da noch brauche, weil ich brauche ja eigentlich nicht alle Seiten. So, die hier habe ich ja schon... Da, hier fängt es schon an. Ab Seite 14. Okay. Dann gehen wir auf Rücken. Seite 14 bis 21. Auf tatsächliche Größe. Oh, Niklas, spring mir doch jetzt nicht hier vom Stuhl runter. So. Fertig. Yes.
muss ich jetzt hierzu was sagen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich es für heute einfach lassen und morgen weitermachen. Sind alle gegen mich. Ich mach da mal Papier rein. Seht ihr, wie es immer so ist? Es ist jetzt, ich glaube, 2:30 schon und ich habe noch keinen einzigen Schnitt gemacht. Die Kinder schlafen jetzt, beide zusammen. Es ist ein Wunder. Und ich habe das jetzt mal ausgedruckt und, beziehungsweise ausgedruckt war es ja schon lange, aber ich habe es mal aus dem Drucker genommen und schneide jetzt mal die Schnittmuster wieder zusammen und dann schneiden wir den Stoff zusammen aus und dann können wir vielleicht heute Abend nähen. Ja, vielleicht bekomme ich es auch jetzt schon hin, wenn die Kinder so friedlich schlafen, aber der Schein trügt. Ich denke, so eine halbe Stunde habe ich und dann, ja, wachen sie wieder auf. Aber that's life. Ja, dann schneiden wir jetzt mal aus. Ta-ta-ta-ta. Wunder geschehen, yay. Also das ist für die Ärmel, das ist der Bauchbund, das Hinterteil, das Vorderteil, für die Armbändchen, Bündchen vorne und für das Halsbündchen. Und das schneiden wir jetzt mal aus. So, die Schnitte sind jetzt ausgeschnitten und so erkennt man eigentlich schon ganz gut, was werden soll oder wie es später aussieht. Und ja, dann geht es nachher, wenn ich Zeit finde, weiter mit dem Nähen. Guten Morgen! Wir haben den nächsten Tag und Niklas schläft gerade. Ihr seht, es ist alles nicht so planbar. Und ja, ihr seht, es liegt alles immer noch da, genau wie gestern, aber jetzt soll es geschehen. Ich nähe das ganze T-Shirt nur mit der Overlock. Ich habe ja die von Aldi, das hatte ich mir in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Oder die hatte ich in einem anderen Video schon vorgestellt. Und ja, ich zeige es euch einfach, wie das jetzt so gemacht wird. Ich muss nochmal aufstehen, damit ich es euch zeigen kann. Na, wird scharf, ja. Das hier sind jetzt die Ärmel. Und an die werde ich jetzt als erstes das Bündchen nähen. Und zwar drehen wir das Bündchen hier einmal auf die schöne Seite. So ungefähr. Mit einem Arm ist es ein bisschen schwierig. Aber ich nähe das jetzt so an, dass es hier einmal abschließt und einmal da hinten abschließt. Das heißt, ich muss das Bündchen so ein bisschen dehnen beim Annähen. Und ja, ich nähe das einfach mit der Overlock hier an der Kante lang. Aber ich zeige es euch gleich nochmal genau, wie ich das meine. Dann haben wir hier quasi schon einen Ärmel. Ich hoffe, ihr seht das so. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, so funktioniert's. Da habt ihr schon einen Ärmel. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem zweiten. Und der zweite Ärmel ist fertig. Als nächstes, also jetzt die Ärmel hier sind fertig. Beide. So. Es geht auch wirklich ruckzuck mit dem Nähen, ihr seht es schon. Also es ist gar kein, hier das weg. Es ist eigentlich wirklich gar kein Hexenwerk. Jetzt nehmen wir uns das Rückteil und das Vorderteil und legen uns das mit den schönen Seiten aufeinander. So, schöne Seite aufeinander. Mit einer Hand ist das echt alles nicht so einfach. So. Und dann nähen wir erstmal eine Seite, eine Schulter, hier nur fest. Jetzt haben wir hier eine Schulter festgenäht. Jetzt kommt das Halsbündchen. Das Halsbündchen an die Reihe. Und das nähen wir eigentlich wie an den Armen. Hier einmal. So, schwupps, rum. Jetzt habe ich es einfach, sieht man das so in der Kamera? Ich habe es hier einfach wirklich einmal so angepinnt.
haben wir das auch festgenäht. Und wie ihr seht, ist das jetzt schon fast fertig. Jetzt legen wir das Ganze nochmal rechts auf rechts und nähen die andere Schulter hier schön zusammen. Ups. So, wenn das jetzt auf rechts gedreht ist, haben wir hier nämlich einen super schönen Halsbund. Und jetzt geht es eigentlich schon ans Eingemachte, denn die Arme kommen jetzt dran. Dann wird eine Seite verschlossen, damit wir hier einmal außenrum dieses Bauchbündchen dran machen können. Dann kommt der andere Arm dran und dann ist es fertig. Aber ich sage gleich dazu, man kann es so lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich es so lasse. Man kann aber noch eine Naht hier an den Bündchen entlang machen. Dann sieht es einfach ordentlicher und schöner aus und dann klappt sich das Bündchen manchmal nicht so rum. Also das hier näht man dann quasi noch einmal so an. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Mal gucken. Aber jetzt geht es auf jeden Fall erstmal an die Ärmel. So sieht es doch sogar besser aus. Und zwar nähen wir jetzt die Ärmel an. Dazu legen wir uns die hier so an. Markieren die Mitte der Ärmel und klemmen die hier fest. Und war das die Mitte? Nein, das ist die Mitte. So. So. Und dann nähen wir den Ärmel fest. Dann wäre der Arm schon dran. Jetzt nähe ich den einmal fest, beziehungsweise die Seiten schließe ich. Jetzt ist es fest. Jetzt mache ich es noch einmal auf links. Oh, so. Seht ihr? Ärmel dran, Bündchen dran. Ja. Jetzt kommt unten der große Bauchbund dran. Und das machen wir einfach wie mit den anderen Bündchen auch. Wir legen die hier an. Das Bauchbündchen unten ist dran und sieht jetzt schon fast fertig aus. Jetzt müssen wir nur noch den anderen Arm wie eben dran nähen und dann sind wir schon durch mit der ganzen Geschichte. So. Und jetzt kommt immer der schönste Moment. Ich schneide jetzt erstmal die ganzen Fäden ab. Jetzt kommt der schönste Moment. Umdrehen. Ta-ta-da-ta. Ta-ta-da-da. Ich zeige es nochmal richtig. Upp. Tada! Wie nenne ich das Video? Wie man ein
Babyshirt näht in 2 Tagen. Ja, also ihr seht, oben der Kragen, das ist alles schön sauber. Und hier, das ist alles schön. Und so geht das ruckzuck. Das Zusammennähen ist wirklich echt weniger das Problem, sondern eher die Zeit drumherum. So, ich wollte mich nochmal persönlich verabschieden natürlich. Es ist, ja, wie gesagt, tatsächlich geschehen. Das Babyshirt ist genäht und hinter mir ist Chaos, Wäsche, Wäsche, Wäsche. Ja, das muss halt eben auch noch so nebenher passieren. Deswegen, nähen kommt momentan ziemlich kurz, aber wie gesagt, so mach ich es halt, dass ich das Ganze in Etappen mache und nicht versuche, alles auf einmal zu machen. Und so klappt es dann doch irgendwann, dass man was hinbekommt. Und ja, jetzt wasche ich das Ganze noch einmal und ich freue mich, wenn ich das dem Niklas anziehen kann. Die Elefanten sind so süß. Und was ich noch sagen wollte, ich könnte hier auch mal das Licht anmachen, oder? Ui, sieht man es so besser? Ja, so bin ich doch heller. Hier, der hinten da, ist übrigens das andere Shirt. Also das gleiche wie hier, nur mit anderem Muster, das ich als erst genäht habe. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, viele sind immer ein bisschen verwirrt, wenn sie auf Spoonflower was bestellen sollen. Also das ist ja die wo ich den Stoff her habe. Und die haben sich gewünscht, dass ich mal zeigen soll, wie man bei Spoonflower überhaupt bestellt. Da gibt es ja so Einheiten wie Yard oder so oder Fuß, halt die amerikanischen Größen. Und da sind sie immer so ein bisschen verwirrt, was sie da bestellen sollen. Auch von der Stoffart her ist es nicht so 100%, also beziehungsweise ist gar nicht auf Deutsch beschrieben. Und da kann ich gerne, wenn ihr mögt, mal ein Video drüber machen, wie man da bestellt. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, die Art von Video hat euch gefallen. Entweder halt so eine Art von Video oder gar kein Video, weil ich bekomme es anders sonst nicht hin. Wie ihr schon gemerkt habt, das geht alles schief. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne was Liebes in die Kommentare, da freue ich mich. Und bis dann. Tschüss.